durchzuführen, die du beim Laufen an Land anstrebst. Achte dabei auf einen aktiven Armeinsatz. Bei richtiger Technik bewegst du dich fast auf der Stelle. Das Wasser bietet dir nur so viel Widerstand, wie du Kraft einsetzt. Wenn du dich langsam bewegst, hast du einen geringen Widerstand. Wenn du dich schnell bewegst, hast du einen hohen Widerstand. Wie beim normalen Laufen kannst du die Technik variieren. Für intensive Intervalleinheiten empfiehlt sich ein kraftvoller, raumgreifender Schritt, der viel Kraft kostet. So kannst du beispielsweise 10x400 Meter im Wasser imitieren, indem du 10x eine Minute im Wasser läufst. Für Dauerbelastungen und besonders für regenerative Einheiten empfiehlt sich ein kürzerer Laufschritt, der eher einem Kniehebellauf ähnelt und im Wasser kräftesparender ist. Hier bietet es sich auch besonders an, mit der Frequenz